In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Sprachausgabe einstellen können. Gehen Sie in die Einstellungen und danach in die Spracheinstellungen. Wie Sie sehen, können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Zum Beispiel für die Lautsprecherstimme, für die Stimme der auditiven Rückmeldung, für das Sprechen während der Texteingabe, eine Korrektur der Aussprache und Sprachaufnahmen. Für eine Differenzierung zwischen der Lautsprecherstimme und der Stimme für die auditive Rückmeldung ist es sinnvoll, unterschiedliche Stimmen einzustellen. Klicken Sie hierzu auf Stimmen unter Auditive Rückmeldung. Suchen Sie sich hier eine andere Stimme aus, zum Beispiel die weibliche Stimme Sarah. Öffnen Sie nun die Konfiguration der Stimme. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Geschwindigkeit, die Tonhöhe und die Lautstärke der Stimme einzustellen. Unter Lautsprecher können Sie für die auditive Rückmeldung einen der angebotenen Lautsprecher oder Kopfhörer einstellen. Unter Sprechen können Sie sich immer anhören, welche Auswirkungen Ihre Änderungen haben. Fantasie ist wichtiger als Wissen. Zurück in den Sprachausgabeeinstellungen können Sie nun einstellen, wie während der Texteingabe der Text ausgesprochen werden soll. Nur ganze Sätze sprechen, jedes Wort sprechen, jeden Buchstaben sprechen oder zusätzlich bei Nutzung der Computersteuerung sprechen. In den Ausspracheeinstellungen können Sie die korrekte Aussprache von Wörtern definieren. Als Beispiel das Wort Lasagne. Geben Sie das Wort in der korrekten Schreibweise ein und testen nun die Aussprache. Lasagne. Wie Sie hören, ist die Aussprache fehlerhaft. Versuchen Sie es, statt der Schreibweise, mit der Lautsprache und hören sich das Ergebnis erneut an. Lasagne. Eventuell müssen Sie bei einigen Wörtern etwas experimentieren, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht wird. Zurück in den Sprachausgabeeinstellungen, gehen Sie in die Sprachaufnahmen. Hier haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrer eigenen Stimme Sprachaufnahmen vorzunehmen. Falls Sie dann diese gesprochenen Sätze in einer Kommunikation verwenden, werden diese nicht mit der eingestellten Lautsprecherstimme gesprochen, sondern mit Ihrer Stimme. Um eine Sprachaufnahme zu erstellen, klicken Sie auf Hinzufügen. Klicken Sie nun auf Aufnehmen und sprechen Sie Ihren Text in ein vorher angeschlossenes Mikrofon. Zum Beenden der Aufnahme klicken Sie auf Stopp. Wo ist die Fernbedienung? Vergeben Sie der Aufnahme einen Namen. Am besten schreiben Sie hier den gesagten Satz. Wählen Sie nun eine vorhandene Kategorie für die Aufnahme aus oder erstellen eine neue Kategorie. Klicken Sie nun auf OK. Wenn Sie nun die Aufnahme markieren und auf Hörprobe klicken, wird diese vorgespielt. Wo ist die Fernbedienung? So können Sie die Sprachausgabe einstellen.